ich muss euch etwas erzählen. Ach nein, vielleicht zeige ich euch es besser. Kommt mal mit. Seht ihr diese kleine Tür? Am 1. Dezember, da war hier plötzlich eine kleine Baustelle. Und es lag ein kleiner Brief auf der Treppe. Lena, da liegt ein Brief. Du bist zwar ziemlich erkältet, aber kannst du mal vorlesen? Liebe Familie Hauser, ich bin Finn, ein kleiner Weihnachtswichtel. Ich werde die Weihnachtszeit über bei euch einziehen, weil bei euch immer so viel los ist. Das gefällt mir nämlich. Gerade bin ich dabei, über ein kleines Haus zu bauen. Ihr könnt schon sehen, wo die Haustür hinkommt. Ist das aufregend? Allerdings, da bekommen wir einfach unerwarteten Besuch. Aber ich glaube, Wichtel sind immer nur nachts unterwegs. Tagsüber sieht man sie nicht. Oh, wie schade. Aber wir können ihn ja mal in seinem kleinen Häuschen da besuchen. Das geht doch nicht. Wie sollen wir denn durch so eine kleine Tür passen? Nein, einfach nur reinschauen. Oh nein, das dürft ihr nicht. Denn sobald der Wichtel gesehen wird, verliert er seine Zauberkraft. Ach je, dann geht das natürlich nicht. Warten wir einfach ab, was passiert. Und am nächsten Tag war hier tatsächlich diese kleine Tür. Und schon wieder lag ein kleiner Brief da. Hallo Anna, hallo Lena. Ich bin eingezogen und habe schon meine Möbel aufgebaut. Leider ist es ein bisschen kalt hier. Könnt ihr mir für meinen Ofen vielleicht ein bisschen Feuerholz suchen und mir vor die Tür legen? Das wäre sehr lieb. Dann kann ich es mir schön gemütlich machen. Euer Finn. Klar, im Garten finden wir bestimmt ein paar kleine Äste. Die müssen ja wirklich nicht groß sein. Sein Ofen ist auch sicher sehr klein. Stimmt, komm, das machen wir gleich. Ich glaube, das reicht. Ja, bestimmt. Einen Tag später gab es eine Überraschung in unserem Zimmer. Wo sind meine Klamotten? Hier liegen nur Alterskleider. Ich habe keine Ahnung. Die sind bei mir, Lena. Wie kommt das denn? Aber es gab auch noch einen neuen Brief von Finn. Vielen Dank für das Feuerholz. Jetzt habe ich schön warm und fühle mich schon richtig wohl hier. So wohl, dass ich euch einen kleinen Streich gespielt habe. Oh, Finn hat unsere Klamotten vertauscht. Er spielt also gerne Streiche. Das kann ja lustig werden. Und tatsächlich war das auch nicht der einzige Streich, den er uns gespielt hat. Einmal waren unsere Scheren mit Klebeband zusammengeklebt. Meine Schere geht nicht mehr auseinander. Ich kann nichts schneiden. Ich auch nicht. Meine ist total verklebt. Wenn das nicht mal wieder Finn war. Dann hat er uns das Klopapier versteckt. Mama, es hat kein Klopapier mehr. Das kann doch nicht sein. Ich habe erst gestern aufgefüllt. Es ist keine einzige Rolle mehr da. Komisch, wo ist es denn hin? Wir haben überall gesucht, aber nichts gefunden. Bis Mama die Brötchen aufbacken wollte. Das Klopapier ist im Backofen. Na sowas. Zum Glück hast du es entdeckt, Mama. In einer Nacht ist er wohl zum Marmeladenglas spaziert und hat davon genascht. Der ganze Tisch war voller Marmeladenflecken. Ich glaube, Finn hatte Lust auf etwas Süßes. Oh meine Güte, da muss ich wohl erst mal putzen. Außerdem hat Finn uns verschiedene Aufgaben gegeben. Wir sollten ihm kleine Bilder malen, die er bei sich aufhängen kann. Dazu hatte er extra kleines Papier hingelegt. Ich habe ihm einen Weihnachtsbaum gemalt und Lena ein Rentier. Ich glaube, es hat ihm ganz gut gefallen. Dann brauchte er noch Zutaten für einen Vergrößerungszauber. Wir sollen ihm Spitzwegerichblätter und ein bisschen Zimt hinstellen. Zimt haben wir bestimmt, aber Spitzwegerichblätter? Oh, da müsst ihr mal im Garten suchen. Vielleicht findet ihr da etwas. Wir haben den ganzen Garten abgesucht, bis wir das Richtige gefunden hatten. Wir haben es ihm vor die Tür gelegt. Und am nächsten Tag stand eine fertige Zauberflüssigkeit da. Im Brief steht, dass das da eine kleine Geschichte für uns ist. Leider ist das Buch für uns viel zu klein. Deswegen sollen wir den Vergrößerungszauber darüber streuen. Und morgen wieder nachsehen. Ich mach das. Das Buch ist groß geworden, Lena. Cool, ein neues Buch für uns. Ja, der Zauber hat wirklich funktioniert. In einer anderen Nacht hat er sich einen ganz kleinen Weihnachtsbaum besorgt und vor seine Tür gestellt. Stellt euch vor, er hat sogar winzige Postkarten geschrieben.
die wir vor unsere Haustür legen sollten, damit die Wichtelpost sie abholt. Und am nächsten Tag waren sie dann auch weg. Und kurz vor Weihnachten ist Finn dann tatsächlich verreist. Ich war sowas von traurig. Aber er hat geschrieben: Keine Sorge, ich bin rechtzeitig zu Weihnachten wieder da. Der Weihnachtsmann hat nur so viel zu tun, dass ich ihm jetzt ein paar Tage helfen muss. Ihr könnt ja gerne so lange meinen Weihnachtsbaum schmücken. Und das haben wir dann natürlich auch gemacht. Wir könnten dazu diese kleinen Kugeln nehmen. Ja, die sind perfekt. Sieht der nicht toll aus? Er hat sogar einen ganz kleinen Stern auf der Spitze. Hoffentlich gefällt er Finn auch. Seit gestern ist Finn wieder da. Und jetzt ist Weihnachten! Ich bin schon so gespannt, was ich zu Weihnachten bekomme. Ich auch, bin ich aufgeregt. Finn hat heute noch gar nichts geschrieben. Kinder, kommt, es gibt jetzt das Weihnachtsessen. Schaut mal, da liegt etwas beim Weihnachtsbraten. Was ist denn das da? Ein Brief von Finn? Ja, schnell, lies vor. Liebe Familie Hauser, alle Weihnachtsvorbereitungen sind erledigt. Leider muss ich nun wieder abreisen. Wenn ihr mit Essen fertig seid, dann schaut doch mal in die Einfahrt. Dort habe ich schon meinen kleinen Schlitten geparkt. Seid nicht traurig. Ich schaue nächstes Jahr wieder bei euch vorbei. Bis dann, euer Finn. Wie schade, Finn reist wieder ab. Ich will nachher gleich schauen, wie sein Schlitten aussieht. Aber erst nach dem Essen, das hat er geschrieben. Komm, Lena, jetzt gehen wir schnell raus. Ich nehme meine Taschenlampe mit. Draußen ist es doch dunkel. Gute Idee. Wo ist der denn? Siehst du etwas, Anna? Bis jetzt noch nicht. Hey, da ist etwas. Ja, das ist er. Oh, wie süß. Mit einem Mini-Rentier. Mama, Papa, wir haben es entdeckt. Tatsächlich, da steht der kleine Schlitten. Das ist dir wirklich unglaublich. Kommt, dann gehen wir wieder rein. Es ist kalt. Oh, juhu, die Geschenke. Das gibt es doch nicht. Wie sind die denn jetzt so schnell hierher gekommen? Ich habe ein Detektivset bekommen. Und ich ein Spiel. Wie cool. Wir hoffen, ihr habt auch etwas Schönes zu Weihnachten bekommen. Schreibt uns gerne auf Instagram, ob bei euch auch schon mal ein Weihnachtswichtel eingezogen ist. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Geschichte wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, tschüss!